Auf halber Strecke der Tour de France und exklusive Aufnahmen von Patrick, unserem Gast von letzter Woche. Sie sehen die Vitro Regatta News und Neuigkeiten von Ihnen für Sie. Willkommen im Büro. Ab dem 4. Juli segeln mehr als 13.000 Teilnehmer über den Ozean von Dunkirk nach Nizza. Nach ein paar Wettbewerbstagen erreichen die ersten Teilnehmer die Bojen von Porto Santo vor Portugal und machen sich auf den Weg nach Gibraltar. Nach 1500 Wettbewerbsmeilen führt Titelverteidiger Patrick auf seiner Yacht die Flotte an. Als Gewinner der Tour im letzten Jahr segelt Patrick beim Prolog der echten Tour als VIP an Bord der Britannic Credit Mutuel. Er hat uns diese Bilder geschickt. Auch ganz vorne mit dabei ist Philipp auf der Banzai. Kürzlich gewann er das Rennen in der Normandie. Auch er ist regelmäßig Gast in unserer Sendung. Eine weitere Nachricht auf virtualregatta.com ist die Eröffnung des Nordatlantik-Rekordes an Bord der Spindrift. Es gilt 3 Tage, 15 Stunden und 24 Minuten zu schlagen von New York nach Lizard Point an Bord der gigantischen Trimaran. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche um 20 Uhr wieder auf virtualregatta.com.